Beinahe wären sie zu spät gekommen. Vor dem Europäischen Parlament wurde demonstriert und die Zufahrt für den Rolli-Gang-Bus war versperrt. Also raus aus dem Bus und rein ins Parlament. Cool bleiben hieß die Devise. Ganz normaler Alltag. Der Abend zuvor, Generalprobe. Nach rund 7-stündiger Fahrt war die Rolli-Gang ziemlich erschöpft. Aber Kneifen galt nicht. Gemeinsam wurden die Lieder für den großen Auftritt ausgewählt und ein letztes Mal geprobt. Sol, mi, fa. Sol, mi, fa. Sol, mi, fa. Sol, mi, fa. Ich habe natürlich auch für morgen Lampenfieber. Muss ich auch sagen. Also hier in Frankreich, in Straßburg aufzutreten, ist wirklich ein Hit für uns, sag ich mal. Ich meine, wir hatten natürlich viele Auftritte und so, aber Straßburg ist schon ein Knaller. Ich sag immer, sowas erlebt man einmal. Wer weiß, ob das ein zweites Mal oder drittes Mal wieder folgt. Ne? Und deswegen muss man sich auf dieses Niveau einfach konzentrieren. Weil es mir wichtig ist, die Leute zu erreichen, die ihre Liebe, ihre Freude und vor allem ihr Lebenswillen verloren haben. Die Textideen für die Lieder stammen von den Jugendlichen selbst. Die Melodien hat René Vollmer, der Leiter der Gruppe, komponiert. Er ist Religionslehrer an der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte in München und hat die Gruppe vor 8 Jahren gegründet. Die Rolli-Gang steht für Lebensfreude. Und das ist eine Kraft, die ist im Endeffekt wie ein ewiges Feuer. Das ist eigentlich immer irgendwie da. Und davon konnten sich die Europaabgeordneten dann selbst überzeugen. Das Atrium im Parlament rockte. Ich bin stolz darauf, dass aus meiner Heimat eine so großartige Gruppe hierher nach Straßburg gekommen ist. Und ich glaube schon deshalb, dass es nicht nur ein guter Botschafter ist, diese Gruppe, sondern dass es auch in die Zukunft weist, dass Europa nur, wenn es den reinen Materialismus überwindet und sich an der Menschenwürde orientiert, eine Zukunft hat. Und das bringen sie hier ganz fröhlich und positiv rüber. That'll make the dark world bright. Deep in you there's a force. In you there's a force. It will open up the doors. Für mich war das Schönste jetzt, wie eine bulgarische Kollegin kam und sagte, ihr müsst doch auch in mein Land nach Bulgarien kommen. Das ist es, was wir leisten können, denke ich auch, hier wirklich die Menschen zueinander zu führen. Und die Botschaft, die heute rübergeht, jeder Mensch ist gleichberechtigt, jeder Mensch spielt seine Rolle in dieser Welt. Angelika Niebler hatte die Rolli-Gang nach Straßburg eingeladen und war vom Erfolg ihrer Mission von vornherein überzeugt. Und die Künstler selbst? Ich war vorher so angespannt. Ich dachte mir, das funktioniert nie. Die Leute sind total mitgegangen und die Anspannung war halt dann ab dem ersten Moment komplett weg, die ich halt vorher hatte, weil ich war tierisch nervös. Alles war toll für mich, dass alles so gut geklappt hat und dass so viele auch erschienen sind und so. Und ja, doch, es war sehr schön. Es ist einfach toll zu erfahren, dass es so gut angekommen ist. Also zuerst dachte ich mir, die sind dafür nicht so richtig offen, aber doch, ganz viel kommt zurück. Also ich bin sehr erleichtert und ich freue mich. Schon. Was mir natürlich am wichtigsten ist, ist die Tatsache, dass die Botschaft wirklich rüberkam. Man hat es richtig gespürt, wie es die Menschen berührt hat, wie sie es angenommen haben. Ich habe gerade zum René gesagt, wenn das heute nicht der Durchbruch ist, fresse ich einen Besen. Normalerweise sollte man das nicht im Fernsehen sagen, aber das ist wahr. Und ich nehme eigentlich nur Positives mit aus Straßburg. Du bist okay, fang an dein Leben zu leben. Du bist okay. Ihrem Traum vom großen Erfolg, dem dürfte die Rolli-Gang nach diesem Auftritt vor dem Europaparlament wieder ein Stückchen näher gekommen sein. Thank you.